Glückwunsch auch nochmal. Hinterher haben Sie doch relativ gejubelt. Also es ist schon noch was, was Ihnen was bedeutet, nach den vielen Turniersiegen jetzt wieder einzukriegen. Das können Sie so ein bisschen beschreiben? Gut, es kommt auch immer noch ein bisschen so darauf an, wie dramatisch das Ende ist von einem Spiel. Wenn man dann 5-0, 40-0 führt und man denkt, ja gut, das dürfte ich ja nicht mehr verlieren, dann ist vielleicht der Jubel auch nicht mehr so extrem, wie er dann ist bei 20-19 im Tiebreak vom dritten Satz. Das ist normal, weil da ist ja das Adrenalin extrem hoch. Und darum, im Tiebreak zu gewinnen, ist irgendwie immer noch speziell. Da entladet sich dann die ganze Euphorie und Emotion. Das war sicher heute der Fall. Auch so ein bisschen die Last von der Schulter. Aber gleichzeitig, ich war total zufrieden mit der Woche hier. Ich habe gut gespielt und wusste von der Stärke von Fire heute im Finale und auch vom Halbfinale gegen Nishikori. Und das war doch erst mein zweites und drittes Spiel auf Rasen. Und darum bin ich wirklich äußerst zufrieden mit dem Level, das ich erreichen konnte in dieser Woche. Steffen. Jens, einfach auch Glückwunsch von mir erstmal. Danke. Etwas früher beenden können, haben Sie jetzt auf dem Platz auch nochmal gesagt. War das, weil Taya so stark dann gespielt hat oder haben Sie einen Punkt auf der Halle bekommen? Ja, zweimal, wo ich das Break bekomme, fange ich nicht so gut an. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich heute nicht so gut aufgeschlagen habe, vor allem auf dem ersten, wie ich das noch gemacht habe in den ersten zwei Matches. Aber Fire natürlich spielt auch wirklich im Platz drin und vor allem auf dem zweiten Aufschlag nimmt er viel Risiko, reagiert schnell und somit konnte immer sehr aggressiv auf dem zweiten returnieren, obwohl ich auch öfters dann mal Risiko genommen habe. Und somit, wenn einer eben gut auf den zweiten returniert, macht er so extrem Druck auch auf deinen ersten natürlich, dass du den nicht unbedingt verschlagen willst. Und das ist eben die Stärke eines Return-Spielers und das habe ich heute ein bisschen zu spüren bekommen. Aber trotz allem, das kann passieren, er hat dann auch gut gespielt, wann es wichtig war. Er hat, glaube ich, einmal einen Lob gespielt zum 15-40, einmal Return-Winner bei 15-40 im ersten Satz. Darum, das ist da wirklich gut gelaufen für ihn. Ich habe vielleicht ein paar Mal nicht den Aufschlag so getroffen, wie ich das erhofft habe. So ähnlich eigentlich wie gegen Nishikori schon gestern. Aber eben, wenn es wenigstens ein Break gibt gegen mich auf Rasen, dann wenigstens so, dass der andere Gegner super Bälle spielen muss und nicht irgendwie ich vier Fehler am Stück mache. Darum, diese Breaks kann ich mehr oder weniger akzeptieren. Aber trotz allem gibt es natürlich immer noch ein bisschen Bedarf für noch besser zu servieren, noch solider zu spielen, aber gleichzeitig muss man auch eben das zur Kenntnis nehmen, wenn ein Gegner gut spielt und die Bälle gut trifft. Und das hat Fire heute auch über längere Zeit auch gut gemacht heute. Jetzt ist es diese Woche sehr gut hier für Sie gelaufen. Rafael ist relativ frustriert hier abgereist und gesagt, er hat eigentlich das Gefühl, er hat gar keine Matchspiel gekriegt vor dem Brown-Spiel. Das ist normal, ja. Andy ist früh raus, Stan ist früh raus. Haben Sie das Gefühl, das ändert was jetzt für die Perspektive auf Wimbledon oder macht das nicht so viel aus? Nein, also ich glaube nicht, dass es bei Rafa könnte man meinen natürlich, dass ja, da ist etwas im Busch und so. Aber hat man auch schon gedacht vor der Sandplatte, also nach zwei Turnieren in der Sandplatzsaison, zum Schluss gewinnt er Paris. Jetzt hat er dreimal im Stück, glaube ich, auf Rasen verloren, Rafa. Trotz allem ist die Welt Nummer eins. Der war schon häufiger in größeren Löchern drin, da hat er sich rausgebuddelt. Von dem her, ich glaube, wie gesagt, die Favoriten sind die gleichen. Egal, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, in den letzten Wochen. Das Turnier fängt von null an. Ich habe meine eigenen Probleme vom letzten Jahr, da wo ich früh verloren habe in Wimbledon, dass ich nicht will, dass mir das wieder passiert. Auf das bin ich fokussiert und den Rest, ganz ehrlich, das müssen dann die anderen Jungs für sich dann irgendwie herausfinden, wie sie gut spielen nächste Woche. Aber ich nehme an, die Favoriten werden eigentlich gut spielen in Wimbledon, habe ich das Gefühl. Außer die Auslosung, man hat Pech mit der Auslosung natürlich, dann muss man aufpassen, dass man nicht früh rausgeschickt wird. Ein paar Fragen noch, bitte. Glückwunsch auch von mir. Sie betonen immer wieder, wie wohl Sie sich hier fühlen. Es läuft immer gut für Sie in Halle. Mhm. Wie groß ist die Vorfreude aufs nächste Jahr? Gerade auch im Hinblick darauf, dass das Starterfeld, das Teilnehmerfeld wahrscheinlich noch besser sein wird. Ja, also
das Teilnehmerfeld war natürlich schon auch in den vergangenen Jahren, jetzt ist immer stärker geworden, habe ich das Gefühl gehabt, im Sinne, dass ich eigentlich schon früh zugesagt habe, für ganz lange Zeit können sie es natürlich dann besser auch ausrechnen und sich bessere Spieler holen, natürlich schon im Vorfeld, und darum habe ich das Gefühl, dass eben so das Teilnehmerfeld auch immer stärker geworden ist. Ich freue mich extrem, dass Halle in einen höheren Status kommt fürs nächste Jahr. Das gibt dann auch kein Bye mehr für mich. Das gibt dann auch anstatt 4 Matches jetzt 5 Matches wieder automatisch. Und das finde ich auch gut. Es gibt mir mehr Rasenpraxis. Und die Leute sehen mich hoffentlich auch mehr spielen wieder, anstelle nur von 3 Spielen wie jetzt in diesem Jahr. Aber ich habe es so ein bisschen kompensieren können mit dem Doppel immerhin. Das Teilnehmerfeld wird sicher stark werden, wie gesagt. Und ich bin schon eigentlich überrascht, wie häufig jetzt mir der Turniersieg gelungen ist auf Rasen, weil, wie man ja weiß, Rasenspiele sind doch immer wieder entschieden durch einen Schlag hier, ein Passierball da, ein Return da, vor allem hier in Halle, wo es doch ein bisschen schneller ist, zeigt das doch immer, dass ich sehr guten Instinkt habe auf diesem Belag und häufig eben auch die richtige Entscheidung treffen kann, und darum freut es mich natürlich, einmal mehr wieder zu gewinnen hier. Letzte Frage bitte. Nadal hat gesagt, Halle ist viel schneller wie Wimbledon. Für Sie spielt das gar keine Rolle? Weil er sagt, viel heißt das nicht, dass es viel ist für mich. Also nur, dass wir vom Gleichen reden. Für mich ist es ein bisschen schneller. Aber er hat natürlich jetzt auch gegen Dustin Brown gespielt und auch gegen Waske in der Vergangenheit und gegen Kohlschreiber, der auch extrem riskiert hat die ganze Zeit. Das muss man gegen Rafa auf Rasen. Und hier zahlt sich das Risiko ein bisschen mehr aus. Und sie haben wirklich unglaubliches Tennis gespielt, immer gegen ihn. Und darum ist er natürlich jetzt sehr immer frustriert von hier weggegangen und denkt natürlich, das ist ja viel, viel schneller als in Wimbledon, weil ich hatte gar keine richtige Zeit, mich von der Grundlinie her zu installieren. Aber dann auch wieder, es ist nicht über 3 Gewinnsätze, es ist nur über 2. Darum ist es ein Sprint bis zum Ziel. Und darum ist die Umstellung für mich wirklich sehr, sehr klein. Man hatte genügend Zeit, auch mit der Woche vor Wimbledon, sich an die Bedingungen in Wimbledon zu gewöhnen. Aber natürlich auch Anfangsturniers in Wimbledon sind die Bedingungen auch nicht einfach. Da ist es sehr, also auch rutschiger, weil der Rasen ist schön grün, der Ball springt nicht so hoch, auch die kurzen Bälle, die bleiben tief. Und dann im Verlauf vom Turnier wird es dann eben einfacher für Spieler wie Nadal, sich besser zu fühlen dann in der zweiten Woche. Darum ist eigentlich sein wichtiges Ziel, ist in die zweite Woche zu kommen, weil dann spielen die Plätze sich total anders als noch in der ersten Woche.